Verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Antrag von Die Linke mag gut gemeint sein und bleibt dennoch schlecht gemacht. Worüber heute gesprochen wird, ist ein Umstand, welcher sich durch Corona noch verstärkt hat, aber nicht neu ist. Wir sind seit Jahren mit drei Kernproblemen konfrontiert. Erstens. Kinder haben zunehmend Schwierigkeiten, sich im Wasser sicher zu bewegen. Zweitens. Die Wasserflächen in Hessen sind knapp. Teilweise müssen Bäder gerade im ländlichen Raum schließen. Drittens. Es mangelt an Ausbildungskapazitäten für Badeaufsichten bzw. Schwimmausbilder. Keiner der eben beschriebenen Missstände wird behoben, wenn die falschen Maßnahmen ergriffen werden. Die Linke unterliegt immer wieder dem Irrglauben, man könne strukturelle Probleme mit Umverteilung lösen. Wem soll das konkret nutzen? Es ist richtig, dass Frei- und Hallenbäder ihren Betrieb für Monate komplett einstellen mussten. Allerdings beklagt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft schon lange eine schwindende Schwimmkompetenz, auch ohne vorherige Schließungen und ausfallende Schwimmkurse. Schon 2017 war klar, dass 60% der 10-Jährigen keine sicheren Schwimmer sind. Das ist alarmierend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Im Übrigen ist ein Seepferdchen kein Freifahrtschein, ein Kind unbeaufsichtigt im Wasser zu lassen. Das Gegenteil muss der Fall sein. Erst der Freischwimmer ist ein eindeutiger Nachweis dafür, dass sich ein Kind bzw. Jugendlicher sicher im Wasser zurechtfindet. Allgemeiner Irrglaube ist, dass Kinder mit Gezappel und Schreien auf sich aufmerksam machen, sobald sie in Gefahr sind. Ertrinken dauert etwa 60 Sekunden und verläuft relativ geräuschlos. Es wäre geradezu verantwortungslos, bei jüngeren Kindern, die obendrein nicht versierte Schwimmer sind, einen enormen Anreiz für einen kostenlosen Freibadbesuch in den Ferien zu setzen, während die Eltern womöglich am Arbeitsplatz sind. Schwimmkurse, meine Damen und Herren, Schwimmkurse durch gut ausgebildete Schwimmtrainer muss der Ansatz sein, und zwar über das Seepferdchen hinaus. Hier kommen wir weiter zu der problematischen Infrastruktur und ebenso mangelnden Ausbildungskapazität bzw. fehlenden Schwimmmeistern. Bäder im ländlichen Raum sind von der Schließung bedroht. Die Deutsche Lebensrettungshilfe gibt an, es fehle an Wasserzeiten, an Wasserflächen und ebenso an Übungsleitern. Die in Ortsgruppen organisierte Lebensrettungshilfe sagt klar, dass ihnen im Jahr 2020 nicht genügend Bahnen und zu wenig Zeit zur Verfügung stand, wie es eigentlich nötig war, um den Anforderungen zu entsprechen. Bereits meine Anfrage an die Hessische Landesregierung vom August 2019 machte deutlich, dass ca. 400 Schwimmmeister in Hessen fehlten, also schon vor der Corona-Pandemie. Sinnvoll wäre es, in der Gesamtschau des Sachverhalts unsere Bäder ganzjährig zu erhalten und zu fördern. Freibäder könnten eventuell auch im Winter mit Hilfe einer Traglufthalle genutzt werden und bieten somit Wasserflächen zum Üben. Gleichzeitig können Hallenbäder auch in den Sommermonaten öffnen und ihre Bahnen zur Verfügung stellen. Zusätzlich sollen Kommunen dabei unterstützt werden, weitere Schwimmmeister einzustellen. Nur so kann den aktuellen Problemen erfolgreich begegnet werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.